Muss aber, da pfiffst du schon? Okay, cool. Nee, lass mal laufen, alles bestens, ne? Sag doch mal was zum Zept-Up-Tor, wie du hast den gebaut. Ja, also Overpacking, bisschen. Ja. Und Komplettlochung auf dem unlasierten Kopf. Wie viele Alu haben wir? Zwei. Zwei, denke ich. Haushaltsalu. Ja, auch in der Cardamom Moon irgendwas. Den Shibako Apple Anis. Ja, Shibako, neuer Tabak auf dem Markt. Erinnert ja von dem Namen ein bisschen an Dubako. Ist auch der gleiche Hersteller bzw. Importeur, der das Ganze hier rausbringt. Ist ein bisschen günstiger. Ich habe den Betrag nicht im Kopf, wie teuer der es ist. 50 Gramm. 40 kostet. 40 also Gramm. 40 Gramm. 4 Metalldosen, ne? 4,95, genau. Zum Setup habt ihr schon eben gerade gehört. Anis ist ja eigentlich nicht so meins. Aber Torge und Oma haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen damit angesteckt. Das ist auch eine reine Anis-Pfeife, also Doppelapfelpfeife, wo nur sowas drin geraucht wird. Ja, sitzt hier immer noch in diesem Halbpark in Essen. Ja, die bauen auch hier in Essen tatsächlich auf den Dienstag. Kann ich natürlich gar nicht nachvollziehen, weil ich hier Urlaub habe. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Ja, die Sonne ist gerade hinter der Wolke ein bisschen versteckt, aber die kommt sicher gleich nochmal raus. Und ich muss sagen, ich finde den Doppelapfel nicht ganz so gut wie den von Alfacher, aber der ist doch sehr lecker, muss man schon sagen. Was sagt ihr dazu? Mega geil. Schmeckt einfach super lecker, der Doppelapfel. Obwohl der von Alfacher wirklich ein bisschen intensiver schmeckt. Also an sich mag ich auch keinen Doppelapfel-Tabak, also, aber der Shibako, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Schmeckt irgendwie nur nach Lakritz, also die meisten Doppelapfel-Tabake, die haben so einen komischen Beigeschmack noch, finde ich. Da der nur nach Lakritz schmeckt, gefällt mir das eigentlich sehr gut. Doch, kann man rauchen. Ist lecker. Ich kann mich dieser ganzen Sache eigentlich nur anschließen. Ich bin eigentlich auch nicht so der Doppelapfel-Fan. Diese ganze Anisnote hält mich da immer so ein bisschen vom Rauchen ab. Aber ich muss sagen, dass die Anisnote nicht so erdrückend ist wie beim AF-Doppelapfel. Finde ich sehr lecker und ich glaube, dass ich mir den auch gleich mal mitnehmen werde. Das könnte tatsächlich passieren, dass ich den öfter rauche. Der schmeckt wirklich ganz gut. Ich hätte den Schörer ganz gerne. Ja, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir von dieser Tabaksorte angesteckt werden. Ich war ja immer sonst der Letzte, der Doppelapfel gehypt hat. Ich habe ja aber immer gesagt, dass wenn ein Doppelapfel-Tabak richtig gut ist, dann ist es der von AF. Weil, ich habe es im letzten Video schon mal beschrieben, es ziehen sich wirklich hier die Geschmacksorte zusammen im Mund und der Speichel läuft dann in den Mund, weil es so stark nach Lakritz schmeckt. Der Tabak ist da nicht ganz so stark, aber ist auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall die Anisnote sehr gut rüber. Und ich kann ihn echt nur empfehlen. Und man kann anscheinend auch diesen Shibako als Overpacking rauchen. Von daher bin ich da eigentlich schon sehr ein Fan von. Für Doppelapfel-Fans ist das auf jeden Fall was. Denke ich auch. Ja. Dieser ganze Anis-Geschmack, der zieht sich so ein bisschen in den hinteren Teil des. Oder am Anfang des Halses so ein bisschen. Konzentriert sich das Ganze. Der erfrischt so ein bisschen. Ja. Ein bisschen Anmut von. Ja, Minze nicht, aber schon ein bisschen fresh. Und auf jeden Fall was für den Sommer, würde ich sagen. Was ist eigentlich mit dem Kameramann? Was ist? Was ist eigentlich mit dem Kameramann? Wenn wir jetzt noch 10 Grad drauflegen. Ja, stimmt. Gib mal den Kameramann was. Mann, muss auch bezahlt werden. Ja, soll ich mal nehmen? Vielleicht kann ich dich dann auch draufhalten. Ich möchte nicht. Ach komm, egal, das kannst du doch mal gönnen. Sag auch mal was. Da ist der Torge, der Kameramann. Und da ist Izzy. Und sie wollte eigentlich nicht drauf, aber jetzt habe ich dich drauf. Ja. Heute also alle Leute vertreten, Hugorinho wieder da, plus Shisha for you and friends. Michi ist leider nicht dabei, was soll man sagen, der muss arbeiten. Tja, liebe Grüße an dich, Michi. Liebe Grüße. Liked unsere neue Facebook-Fanpage Shisha X for you. Das ist doch ein Grund, warum bist du ja gar nicht dabei. Ist egal, aber trotzdem, es ist Michis alleiniges Projekt, der hat uns die Freundschaft gekündigt und ja, ist momentan schon ein bisschen beefig alles, aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Trotzdem liebe Grüße an dich. Ich hoffe, dein Projekt klappt. Props. das soll soweit erstmal von uns gewesen sein. Ich hoffe, wir haben hier noch einen netten Aufenthalt und werden jetzt noch ein paar Köpfchen rauchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen.